Ah ja, Lara, sie macht gerade einen Back. Hey und herzlich willkommen zu diesem Champion-Herz-Video. Ich habe meinen Hannoveraner mal ausgepackt und da heute noch der 1. April ist, habe ich mir gedacht, dass ich noch diesen 1. April-Schatz mitnehmen werde. Es ist wieder auf groß gestellt, da ich mein kleines Pferd im Stall abgestellt habe und es nicht groß gemacht habe, bevor ich abgestiegen bin und dann auf ein anderes gestiegen bin. Deswegen werden wir jetzt einmal kurz groß und jetzt können wir uns klein machen. Genau, so werde ich das jetzt reiten. Wir können auch noch das Tierchen rausholen, was gerade nicht da ist. Es ist ungefähr so groß wie ich. Ich finde es sehr cool. Es sieht auch sehr süß aus. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn die Gruppen eingeteilt worden sind. So, die Gruppen wurden eingeteilt. Ich sehe mich wieder. oh mein Gott, ich finde das so niedlich. Und mir ist auch aufgefallen, als ich den Hannoveraner mal wieder geholt habe, wie schön der eigentlich läuft und wie toll die Gangarten sind. Und jetzt habe ich mich wieder neu in das Pferd verliebt. Es sieht meinem Pferd auch tatsächlich ähnlich, also im Sommer, mein Pferd ist ein Farbwechsler. Im Winter ist er ziemlich dunkelbraun und im Sommer ist er so schön rot. und ich finde das gerade einfach nur so, schönes Feeling. So, mal gucken. Sieh, ich bin klein. Christina, danke schön. Ich wünsche euch auch viel, viel Glück. Oh Mann, ich bin nicht sonderlich gut in dem Figur-Championat. Und na gut, eigentlich ging es das letzte Mal. Aber klein ist es tatsächlich, denke ich mal, noch eine andere Nummer. Ah ja, Lara Bigwald. Sie macht gerade einen Bug. Okay, du wirst von mir gemeldet. Liebe Grüße. Ich finde diese Bugs sehr, sehr uncool. Ja, jetzt. Ich finde die Bugs sehr, sehr uncool, diese Verschnellerungsbugs. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Wenn ich es wüsste, würde ich es auch nicht aufnehmen und zeigen. Das ist tatsächlich das Dümmste, was man machen kann, da es sonst, also da es dann sehr, sehr schnell verbreitet werden kann und die Leute eher davon mit oder Wind bekommen. Also Lara bekommt auf jeden Fall eine Meldung von mir. Ich habe es auch aufgenommen, deswegen ist es gerade ganz gut. Eigentlich, oh Mann, es sollte ein schönes Championat werden. Aber warum muss man diese Bugs machen? Jetzt weiß ich, was Penelope gemeint hat. Sie meinte irgendwas von einem Bug, den viele ausnutzen. Und jetzt habe ich es auch gesehen. Ich finde es sehr schade. Ich bin auf Platz 9, guck mal. Auch wenn ich gefailt habe am Anfang. Ach, ja. Aber ich fand das jetzt gar nicht so schlecht. Also ich kann irgendwie Championate besser reiten, wenn ich über irgendwas anderes rede, als über das Champion. Seht ihr? Ich kann es nur, wenn ich nicht drüber rede. Penelope, ich weiß auf jeden Fall jetzt, was du meinst. Herzlichen Glückwunsch an die Zweitplatzierte. Ja. So, herzlichen Glückwunsch an die Gasha Groundcrest und herzlichen Glückwunsch an die Sienna Volcanomaker, schon zum zweiten Mal, aber du bist sehr, sehr gut. Dann kommt die Anita Fog Forest, Katharina Desert Hall, Penelope Mystery Way, Elaine Sword Daughter, Lara Smooth Wolf, Anna Archbridge, ich kann das nicht aussprechen, Archbridge, Nelly Sword Shield, dann komme ich auf Platz 11, Mary Silverite, Florencia Snowball, Jana McWatcher, Ava Dear Strong, Jana Yellowhill und die Michelle B-Ward. Trotzdem herzlichen Glückwunsch an euch alle. Schade, dass sie jetzt diesen Bug gemacht hat. Sonst fand ich das Championat eigentlich ganz okay für meine Verhältnisse. Vor allen Dingen in der kleinen Version ist das ziemlich schwierig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte macht keine Bugs, keine unfairen Bugs in diesem Spiel. Ich verstehe es tatsächlich nicht.
Ich wünsche euch trotzdem noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!